Ich hätte es eh getragen, aber ich finde es großartig, dass ja, die Oscars, Golden Globes, sind ja auch immer eine wunderbare Gelegenheit für die Amerikaner, ein politisches Statement zu setzen. Und das hier zu nutzen, um zu sagen, egal welches Geschlecht man hat, jeder Mensch hat das Recht darauf, gleich behandelt zu werden, nach seinem Können, seinen Talenten. Und deshalb finde ich das großartig, dass Reese Witherspoon das in die Welt und Meryl Streep initiiert haben. Und dass wir einfach sagen, ja, da machen wir mit. Ich hatte gestern Abend das Glück, bei einer Vorführung von Ridley Scott dabei zu sein, wo er erklärt hat, in dem Moment, als ihm bewusst war, was da passiert ist, dass er innerhalb von 36 Stunden entschieden hat, sofort die Rolle umzubesetzen. Weil er sagt, das Risiko ist einfach nicht tragbar, dass da deswegen dann der Film einfach nicht funktioniert. Und ich habe ihn auch gefragt, wie das in 36 Stunden geht. Und er sagt, das ist einfach so, da hat sich jemand nicht richtig verhalten. Und das kann nicht die Folge haben, dass mein Film, für den ich jahrelang gearbeitet habe, beschädigt wird. Ja? Und das ist seine Einstellung dazu. Und das ist knallhart hier. Und da wird ganz schnell gehandelt. Und jetzt ist Christopher Plummer, der Kevin Spacey ersetzt hat, auch noch hier nominiert. Schon unglaublich. Ja, wie es so oft halt im Leben ist, irgendetwas passiert und dann löst sich ein Ventil und dann kommen unheimlich viele Sachen raus, die aufgestaut waren. Und ich hoffe, dass es ein Wendepunkt ist und dass es die Frauen stärken wird und dass viele junge Frauen auch so etwas niemals erleben müssen und auch niemals Angst haben müssen, zu einem Casting zu gehen, wo es einen solchen Hintergrund haben könnte. Ich denke, dass jetzt alle gespannt sind, was das für eine Resonanz hier haben wird und wer sich dran gehalten hat und wer nicht. Und vielleicht kommen wir dann alle zu den Oscars, wir Frauen mit einem schwarzen Smoking oder einem schwarzen Anzug, wie die Herren. Steven Spielberg mit Meryl Streep in The Post, die Verlegerin, die Leistung von ihr ist großartig. Und Gary Oldman als Winston Churchill, diese Verwandlung, ja, die verdient einen Golden Globe und einen Oscar.